Die nächste Rednerin möchte euch allerdings nichts zum Führerschein erzählen. Die nächste Rednerin ist die Mirta Rosters, die ist Vorsitzende vom, jetzt muss ich nochmal auf mein Zettelchen gucken, CAPA, vom Cannabis-Patienten-Verein e.V. hier in Berlin. Mirta, voilà. Liebes Publikum, was für ein wunderschöner Tag, was für ein wunderschöner Fest. Und CAPA Cannabis-Patientenverein ist dabei. Das ist was ganz Tolles, finde ich. Mein Name ist Mirta Rosters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Cannabis-Patientenvereins e.V. Wir sind überzeugt davon, dass medizinisches Cannabis zur Lebensqualität beiträgt und eine wunderbare lebenswirkungsarme Ergänzung zur westlichen Medizin darstellt. Wir bieten umfangreiches Angebot an Schulungen, an Beratung und auch an Workshops. Zum Thema zum Beispiel Führerschein, Antragstellung, was mache ich, wenn mein Antrag abgelehnt wird? Und wir bieten viele andere Themen auch. Die Planung des Entwurfs unseres Vereins hat ungefähr ein Jahr gedauert. Unser Konzept war sehr gut, aber der Zeitpunkt war denkbar schlecht, denn Deutschland hat die erste Corona-Welle erwischt. Wir haben sehr lange darüber Gedanken gemacht, wie wir das bestmögliche Beratung an Patienten anbieten können. Unsere Tätigkeit kann man ganz kurz fassen: Wir helfen Menschen. Im Juni letzten Jahres war es dann soweit. Und jetzt, ein Jahr später, trotz allen Einschränkungen, steht unser Verein hier und darf sich vorstellen. Was macht ein Patient, wenn er erwägt, für sich Cannabis-Medikation zu beantragen? Er sucht erstmal bei Dr. Google, aber da wird ihm nicht wirklich geholfen. In der Regel führt das ins Nirvana. 2017, als Cannabis für medizinische Zwecke freigegeben wurde, wurden 30% aller Anträge abgelehnt. Heute, 2021, also 4 Jahre später, sind es immer noch 30%. Es sind mehr Anträge gestellt worden, es sind mehr Patienten, aber die Ablehnungsquote ist groß oder gleich geblieben, was auch nicht gut ist. Trotz aller Informationen im Internet. Wie ist die Situation in Deutschland? Wir haben mit vielen Patienten gesprochen und es hat einiges getan, aber immer noch nicht genug und vor allem sehr langsam. Cannabispflanze wird weiterhin stark stigmatisiert. Die Vorurteile sind immer noch da. Dass diese Pflanze seit über 5000 Jahren nachweislich für medizinische Zwecke eingesetzt wurde, scheint heute nicht mehr zu gelten. Oder ist unwichtig. Man braucht Studien, Evidenz und Statistiken für Nutzen der Cannabispflanze erneut. Dabei zugegeben, Cannabis ist kein Brokkoli, aber es ist auch keine lebensgefährliche Pflanze. Also mir ist auf jeden Fall nicht bekannt, dass jemand aufgrund Konsum von Cannabis verstorben ist und wegen medizinischen Cannabis schon gar nicht. Nach 4 Jahren Freigabe ist die Situation immer noch fast die gleiche. Ich erzähle euch ein paar Beispiele aus der Praxis. Neulich in München, also im Frühjahr dieses Jahres, wurde eine Cannabis-Patientin, sie hat ihr Cannabis draußen geraucht, weil sie zu Hause Kinder hatte, wurde draußen von mehreren Polizisten von hinten angegriffen.
Sie haben gar nicht gefragt, was sie da raucht. Sie wurde einfach angegriffen und gewaltsam zur Wache abgeführt. Die Frau hat Hämatome. Es ist ja nicht weit entfernt von München, also quasi um die Ecke, haben wir ganz aktuelle Nachricht, dass bei Lidl eine Razzia stattgefunden hat. Die haben CBD-Produkte ins Sortiment gehabt. Mit dem Argument, dass das jetzt kein Verdacht aus kriminellen Machenschaften sind, sondern es geht um Lebensmittelprüfung. Das kann man ja verstehen, dass man Lebensmittel prüfen muss, aber muss man dann mit einer Razzia andrücken? Das ist die andere Frage. Noch ein Beispiel aus der Praxis, und der ist ganz krass, kann man so sagen. Ein Patient hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich einen Arzt empfehlen kann. Er hätte seinen Arzt gefragt, ob er ihm ein Rezept ausstellen könne. Und der Arzt hätte ihm gesagt, er möchte keine Junkies in seine Praxis. Also wenn ein Arzt einen Kiffer nicht von einem Junkie unterscheiden kann, das ist dann sehr schwierig. Also man merkt, dass der Patient aufs Schlimmste diskriminiert wird, und mit einem Wort wird der Patient an den Rand der Gesellschaft geschoben. Wir haben schon heute bestimmt mehrmals gehört, für welche Beschwerden man Cannabis einsetzen kann. Zu 65% Entschuldigung, sind das Schmerzpatienten. Cannabis hilft insbesondere bei einer besonderen Krankheitspatientengruppe, bei Krebspatienten. Es hat sich erwiesen, dass Cannabis in vielerlei Hinsicht helfen kann, gegen Übelkeit, gegen Appetitlosigkeit, gegen Nervosität und Depression, die ein krebskranker Mensch zwangsläufig bekommt. Alles in allem ist die Therapie mittels medizinischen Cannabis eine wirksame Option. Und trotz aussagekräftiger Studien ist das Bewusstsein immer noch nicht ausgereift. Wie ist die Situation im Ausland? Selbst in den USA, USA hat 920 Cannabispflanze als ganz böse Pflanze erklärt und diese prohibiert anstelle von Alkohol, was abgeschafft wurde, die Prohibition. Selbst in den USA haben sie 1996 in Kalifornien durch einen Volksentscheid Cannabis für medizinische Zwecke freigegeben. Heutzutage ist in den USA, die Hälfte der USA hat medizinisches Cannabis freigegeben für medizinische Zwecke. Und USA ist ein viel größeres Land als Deutschland. Die einzige Lösung für dieses Problem ist Schulung, Aufklärung und nochmal Aufklärung. Weil hier haben es hier nicht mit einer bösen Pflanze zu tun, es gibt andere Gründe. Der stärkste Grund und die Hauptursache, meiner Meinung nach, für diese schwierige Situation sind die Vorbehalte, die gegen diese Pflanze immer noch da sind. Aber warum soll jemand Mitglied des Kappa-Vereins werden? Was bieten wir an? Wir bieten hochwertige Schulungen, wir bieten Workshops. Unsere Vortragenden sind Ärzte, Apotheker und andere Fachleute. Schauen Sie einfach auf unseren Veranstaltungskalender, dann werden wir sehen, wie viel Mühe wir uns geben, Ihnen gute Informationen zu geben und sie zum Ziel zu führen. Mir haben viele Menschen gesagt, auf dieser Reise, die ich gehe seit fast 2 Jahren, bin ich beschäftigt damit, den Verein zu gründen und den Verein zu führen. Mir haben viele Menschen gesagt, dass diese Idee sehr gut ist. Das Thema ist super und alles ist gut.
Aber die Lippenbekenntnisse hilft uns nicht. Es reicht nicht, wenn jemand sagt, ich finde toll, was du da machst. Es wird nie was Großes entstehen. Es wird nichts beschleunigt werden. Wir brauchen eine Gemeinschaft. Wir brauchen Mitglieder. Wir brauchen eure Stimmen. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen eure Idee. Dafür arbeiten wir unentgeltlich seit fast 2 Jahren. Wir möchten euch alle bitten, unseren Verein zu unterstützen. Unterstützen Sie uns durch eure Mitgliedschaft, durch eure Spenden, durch euer Engagement. Ihr seid willkommen. Wir freuen uns, wenn wir im Kontakt bleiben mit euch. Und wir laden euch ein. Besuchen Sie uns bei der Mary Jane. Wir sind dort 3 Tage mit einem Stand vertreten. Ich danke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Mirta.